Am Mittwoch haben sie den Pferdemarkt übernommen, die Abiturienten vom Vincent-Lübeck-Gymnasium. Dort wurden sie von Familie und Freunden bereits erwartet und plötzlich war der Fischer im Brunnen nicht mehr ganz so einsam wie sonst. Schnell füllt sich die Wasserfläche. Rund 150 VLG-Abiturienten springen heute ins Wasser. Das Brunnenspringen hat Tradition und wird in jedem Jahr auch von Schülern der berufsbildenden Schulen und des Athenäums traditionell nach der Zeugnisvergabe durchgezogen. Und danach steht für die jungen Menschen eigentlich nur noch eines auf dem Plan. Wer sich das Spektakel selbst einmal ansehen möchte, am Freitag springen dann die Athenäer zum Fischer und dem Butt ins Wasser.